Hallo, herzlich willkommen zu GetX Folge 14. Heute möchte ich euch mal was über SSH erzählen. SSH steht für Secure Shell. So, was ist das Ganze? Stellen wir uns mal vor, wir haben zu Hause einen PC. Und dann haben wir noch ein Notebook, mit dem wir im Büro arbeiten. So, und unser Büro ist nicht zu Hause, das heißt, wir können nicht einfach mal zu unserem Rechner gehen. Aber wir haben jetzt plötzlich den dringenden Wunsch, etwas an unserem Rechner zu Hause zu machen, sind aber wie gesagt im Büro. SSH ist da die Lösung. Was wir da natürlich als erstes brauchen, ist ein installierter SSH-Server auf unserem Rechner zu Hause. Und ich gehe jetzt hier in diesem Beispiel mal davon aus, dass das der Fall ist. Und natürlich brauchen wir ein Netzwerk. Und glücklicherweise gibt es da ja das Internet. Wie gesagt, läuft zu Hause auf dem Rechner auch der SSH-Server und wir können damit über ein Terminalfenster auf unserem Notebook direkt Kontakt zu unserem Rechner zu Hause aufnehmen. Dort teilen wir mit, wir möchten per SSH mit dem PC zu Hause kommunizieren. Und der fragt erstmal, ja, hallo, wer bist du denn? Und darfst du das überhaupt? Wir sagen also, wer wir sind, wir geben unser Passwort an und wenn wir uns da geirrt haben oder auf einem falschen Rechner gelandet sind, dann zeigt er uns nur den Vogel und sagt, ey, du kannst uns mal verschwinden. Haben wir aber die richtigen Zugangsdaten, dann sind wir natürlich drin und die Verbindung steht und wir haben eine klassische Client-Server-Konstellation. Die ganze Verbindung und auch die Anmeldung geschieht bei SSH verschlüsselt. Es ist also nicht so eine offene Sache wie bei FTP und wenn man da mitlauschen wollen würde, müsste man erheblichen Aufwand betreiben und ich weiß gar nicht, ob sich das wirklich lohnen würde. So, und anders als bei FTP geht es bei SSH nicht nur darum, irgendwelche Dateien durch die Gegend zu schubsen. Nein, SSH ist doch wesentlich mehr, weil unser Terminalfenster im Notebook im Büro wird im Grunde zum Terminalfenster unseres PCs zu Hause. Das heißt also, alles, was wir in diesem Terminalfenster machen, wird auf unserem Rechner zu Hause ausgeführt. Wir können vom Büro aus unseren Rechner zu Hause neu starten, wir können auf unserem Rechner zu Hause neue Software installieren oder deinstallieren oder ausführen, was auch immer. All das, als wären wir direkt am Rechner, obwohl wir im Büro sind. Das sind also die Vorzüge von SSH und wie das Ganze in der Praxis aussieht, das zeige ich euch jetzt. So, was brauchen wir also dazu? Gehen wir erstmal auf unseren Rechner zu Hause. Der soll als SSH-Server dienen, also müssen wir einen SSH-Server installieren. Da gehen wir einfach in die Synaptic-Paketverwaltung und suchen nach OpenSSH. Dann finden wir in der Liste auch ganz schnell den OpenSSH Server. Diesen wählen wir einfach zum Installieren an, klicken auf Anwenden und das Ganze installiert sich. Und das war's dann auch schon. Damit sollte unser Server soweit fit sein. Eventuell solltet ihr euch da nochmal neu einloggen oder den Rechner durchbooten. Dann sollte der SSH-Server auf jeden Fall da sein und ansprechbar sein. Dann findet ihr auf diesem Rechner im Verzeichnis etc im Unterordner SSH die Datei sshd-config. Die habe ich hier schon mal offen, da sollten wir noch mal einen Blick reinwerfen. Da können wir nämlich den Server etwas konfigurieren. Der erste interessante Punkt ist da sicherlich der Port, der ist standardmäßig 22. Wenn ihr den Standardport ändern wollt aus Sicherheitsgründen, dann könnt ihr das hier tun. Ihr müsst diese Änderungen allerdings auch auf euren Client-Rechnern dann natürlich bekannt machen. Wenn ihr mit dem Standardport 22 aber keine Probleme habt, dann ist der auch okay an dieser Stelle. Der nächste interessante Punkt ist hier Permit Root Login. Der steht
standardmäßig auf jetzt, glaube ich. Wenn ihr das auf noch stellt, dann verhindert ihr damit, dass ein User mit Root-Rechten auf eurem Rechner eingeloggt werden kann. Das setzt natürlich voraus, dass ihr auf eurem Rechner auch einen User-Zugang mit Root-Rechten habt. Aber es kann ja sein, dass das der Fall ist und hiermit schaltet ihr auf jeden Fall aus, dass dieser User dann darauf kommt, zumindest mit diesen Rechten. Ein weiterer interessanter Punkt ist hier PubKey Authentication. Das ist die Authentifikation über einen Public Key. Das solltet ihr, wenn ihr die Key Authentifikation nutzen wollt, auf jeden Fall auf Yes setzen. Zu den Keys komme ich nachher noch, aber erstmal geht es dann mit Passwort rein. So, nächster interessanter Punkt, Permit Empty Passwords. Das sollte auf jeden Fall auf No stehen. Dann nehmen wir an, ihr habt auf eurem Rechner zu Hause einen User, der ein leeres Passwort hat. Ja, der also nur mit einem Enter sich einloggen kann. Da wäre es natürlich ein Sicherheitsrisiko, diesem User einen SSH-Zugang zu gestatten. Da könnte denn jeder, der diesen Usernamen kennt, einfach auf eurem Rechner rauf. Das wäre natürlich weitaus weniger sicher, als wenn ihr da noch ein Passwort habt. Und hier steht ja auch, dass das absolut nicht empfehlenswert ist, das auf Yes zu setzen. Das ist standardmäßig, glaube ich, sowieso auf No, aber schadet nichts, da mal zu kontrollieren. Und als letzter interessanter Punkt, das ist diese Passwort-Authentifikation. Die ist standardmäßig natürlich auf Yes. Die könnt ihr hier auf No stellen, aber erst, wenn ihr die Schlüssel generiert habt. Und auch wenn ihr euch absolut sicher seid, dass ihr niemals von einem anderen Rechner als von eurem Notebook aus auf euren Rechner zu Hause rauf wollt, dann ist die Passwortanmeldung von außen auf jeden Fall gesperrt. Ja, das wäre dann das zu der Datei. Änderungen müssen natürlich gespeichert werden. Und eventuell müsst ihr den SSH-Server dann nochmal neu starten oder ihr loggt euch einfach kurz aus und wieder ein und dann sollte das Ganze sitzen. Kommen wir mal zu unserem Notebook. Das soll jetzt hier mal die virtuelle Maschine sein. Und wir sind im Büro und unser Rechner, unser SSH-Server steht zu Hause. Der muss natürlich an sein, das ist klar. Und wenn wir dann vom Büro aus zugreifen wollen, müssen wir dort nichts weiter tun, als ein Terminal starten. Na, hier sieht man auch, ich bin jetzt hier User Bugs auf dem Rechner Maverick VB. So, will ich jetzt auf meinen Rechner zu Hause, dann muss ich den Befehl SSH nutzen. Dieser ist bei Ubuntu schon standardmäßig installiert, da müssen wir also gar nichts weiter tun. Und SSH braucht jetzt natürlich noch weitere Informationen. Wir müssen jetzt sagen, wer wir sind und wo wir hinwollen. Wenn jetzt unser Username, wie hier in dem Fall Bugs, auf unserem Rechner zu Hause identisch ist, müssen wir den hier nicht angeben. Aber in meinem Fall ist der nicht identisch, der User auf meinem Rechner zu Hause. Das ist Frodo. Und dahinter kommt ein Add und dann die IP-Adresse des Rechners. Das ist jetzt hier eine interne Adresse, 192.168.0.101. Wenn wir das über das Internet machen, müssen wir hier natürlich die externe Internet-IP des Rechners eingeben, die wir vom Provider bekommen haben. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Wir sagen also, wir wollen SSH-Verbindung aufbauen und mit dem User Frodo auf dem Rechner 192.168.0.101 einloggen. Da drücken wir einfach ein Enter und wir werden nach einem Passwort gefragt. Und das ist jetzt unser User-Passwort auf dem Rechner zu Hause. Das geben wir ein, das wird hier nicht extra angezeigt, und bestätigen das mit Enter. Und schon sind wir drin. Jetzt sieht man an dem Text vor dem blinkenden Cursor, dass wir jetzt User Frodo sind auf dem Rechner Big Screen. Ich kann jetzt hier ein List ausführen und sehe hier die Dateien, die auf Big Screen herumliegen.
Und alles, was ich jetzt hier mache, also ich kann Programme ausführen, ich kann den Rechner neu starten lassen, kann Programme installieren oder deinstallieren, das wird alles auf Big Screen ausgeführt. Das heißt also, dass mein Terminal hier im Grunde ein Fernbedienungsterminal geworden ist. Wenn ich das Ganze wieder beenden muss oder möchte, dann gebe ich einfach mal Exit ein und wir sind wieder Bugs auf unserem lokalen System. So, das wäre also die Variante über Passwort. Ja, nochmal zur Erinnerung: SSH, Username und Rechner-IP. Enter und wir werden nach Passwort gefragt. Und schon sind wir drin. Mit Exit wieder draußen. So, was hatte das Ganze jetzt mit den Schlüsseln auf sich? Es kann ja jetzt sein, dass wir das mit dem Passwort nicht besonders schön finden, dass es uns bei Programmen, die SSH-Verbindungen benutzen, vielleicht auch stört, dass da ein Pop-up für Passwortabfragen erscheint. Wenn wir das also automatisieren wollen, dann liegt die Lösung nahe, das mit Schlüsseln zu tun. Da bringt OpenSSH auch gleich was mit. Wir können jetzt hier von unserem Client aus ein Schlüsselpaar generieren. Dazu geben wir den Befehl ssh-key gen ein, gefolgt von minus t dsa. Da drücken wir einfach auf Enter. Dann steht da, dass er ein Schlüsselpaar generiert. Und wir sollen einen Dateinamen eingeben für den Schlüssel. Da wird gleich ein Name vorgeschlagen. In unserem Home-Verzeichnis, im Unterverzeichnis .ssh/id-dsa. Das können wir so übernehmen, wie das ist. Wir drücken einfach nur Enter. Jetzt fragt er mich hier, ob ich einen existierenden Schlüssel überschreiben möchte. Ich habe das natürlich alles vorher schon mal ausprobiert. Und ich sage einfach mal ja. Wenn er das das erste Mal macht, kommt diese Rückfrage natürlich nicht. Und es wird ein Passwort abgefragt. Also ihr könnt jetzt ein Passwort generieren, das zusätzlich zu den Schlüsseln aktiv ist. Das heißt also, dass die Authentifikation nicht nur über die Schlüssel läuft, sondern zusätzlich noch ein Passwort abgefragt wird. Aber da ich das ja jetzt hier zeigen möchte, dass das dadurch einfacher wird, lasse ich hier das Passwort einfach leer. Kann man sich jetzt streiten, was sicher ist oder nicht. Also da ich das auf meinem Notebook mache und dieses Notebook niemals in fremde Hände kommt, ist das soweit schon okay und sollte das Notebook mal abhanden kommen, ist es ein leichtes für mich auf meinem Rechner, die Schlüsseldateien zu löschen. Da käme dann auch keiner mehr rein. Also lasse ich das hier einfach mal leer und drücke nur auf Enter. Das Ganze nochmal bestätigen. Ich drücke nochmal auf Enter und schon wird der Schlüssel generiert. Als ASCII dargestellt sieht das Ganze ungefähr so aus. Es ist jetzt nicht wirklich wichtig, dass jetzt hier zu sehen ist, aber eine nette Spielerei. So kann man sich einen Schlüssel wirklich als Schlüssel vorstellen. Okay, hier wird uns auch nochmal gesagt, dass unser Schlüssel für unser Client in dieser Datei gespeichert wurde und dass der dazugehörige Public Key in dieser Datei liegt. Diesen Pfad kann ich gleich mal kopieren, den werden wir gleich nochmal brauchen. So. Jetzt haben wir also zwei Schlüssel. Was machen wir damit? Dieser eine Schlüssel, der nicht öffentliche Schlüssel, der bleibt da, wo er ist. Der andere, der Public Key, also der öffentliche Schlüssel, der muss auf unserem SSH-Server. Und auch dafür gibt es gleich ein kleines Tool. Da müssen wir also nichts per Hand machen. Da geben wir einfach nur ein SSH minus copy minus id, gefolgt von Option minus i. Und dann kommt der Pfad zu unserem öffentlichen Schlüssel. Den habe ich ja gerade kopiert, den füge ich hier ein. Und dann ein Leerzeichen. Und dann müssen wir wieder angeben, mit welchem User, auf welchem Rechner wir uns damit einloggen wollen. Das ist also wieder Frodo und die IP 192.168.0.1.
68.0.101. So, die IP ist jetzt hier nicht fix, also die wird hier nur angegeben als Ort, wo das Ganze hinkopiert werden soll. Wenn der Rechner von außerhalb über eine Internet-IP angesprochen wird, dann funktioniert der angelegte Schlüssel hier genauso. So, das Ganze bestätigen wir jetzt mit Enter. Und jetzt wird noch ein einziges Mal nach unserem Passwort gefragt. Ja, wir können die Datei jetzt, die Schlüsseldatei nicht einfach ohne Passwort draufschieben, das ist klar. Wir müssen uns einmal zu erkennen geben, dass wir auch der sind, der wir behaupten zu sein. Und jetzt hätte ich beinahe mein Passwort verraten. Nein, das tue ich nicht. Ich gebe es nur leise ein und drücke Enter. Und dann sagt er uns, dass der Schlüssel abgelegt wurde. Wir können auch auf unserem SSH-Server in dieser Datei nachgucken, dass der Schlüssel angelegt wurde und keine weiteren, die wir da gar nicht haben wollten. Und das war's im Grunde schon. Ich mache noch mal kurz den Bildschirm sauber. So, und von nun an müssten wir uns mit unserem kurz den Login wieder, hier haben wir ihn, müssten wir uns jetzt einfach einloggen können, weil authentifizieren tun wir uns über die Schlüssel. Das heißt also, ein Passwort wäre hier nicht nötig. Ich drücke einfach auf Enter. Und jetzt haben wir einen ganz interessanten Fehler, der mir vorhin schon Kopfzerbrechen bereitet hat. Diese Ausgabe hier. Das betrifft nicht alle Systeme. Betroffen ist wohl GNOME und Unity und auch einige Versionen von Apples Snow Leopard, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Da gibt es nämlich einen sogenannten SSH-Agenten, der sich irgendwie merkt, auf welche Art und Weise man sich eingeloggt hat. Und wenn sich das plötzlich ändert, dann will er diese Änderung nicht mitmachen und fragt weiter hier nach dem Passwort. Das funktioniert jetzt hier auch an der Stelle, wenn ich das Passwort eingeben würde, aber ich breche das jetzt mal ab und zeige euch mal, wie man dieses Problem umgeht. Nachdem wir also die Schlüssel rüberkopiert haben, machen wir nichts anderes, als uns einmal abzumelden. Dann beende ich das Terminal auch nochmal. So, da sind wir wieder. Und wir melden uns wieder an. Sollte das jetzt alles etwas laut sein, dann entschuldige ich mich dafür. Ich werde das nächste Mal darauf achten, dass das etwas angenehmer wird. So, dann machen wir mal wieder das Terminal wieder auf. Und loggen uns erneut ein. Hier nochmal der Befehl SSH, dann der User, mit dem wir auf den anderen Rechner wollen, und die IP-Adresse des Rechners. Wir drücken auf Enter und sind ohne Passwort drin. Das sieht jetzt eventuell etwas unsicher aus, dass man da so einfach reinkommt, aber wie gesagt, da werden die Schlüssel kontrolliert und wer die Schlüssel nicht hat, kommt so auch nicht rein. Ich kann nochmal ein List ausführen, wir sind also auch wieder auf Big Screen. Und wie vorhin schon gezeigt, mit Exit kommen wir aus der Sache wieder raus. So, das war also das Ganze zu SSH. Und was man damit noch so anstellen kann und wofür ich das benutze, das zeige ich euch dann das nächste Mal. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende oder den Rest davon. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.